Herzlich willkommen und schönen guten Tag zu ihr bei Ida Primetime Magazin. Heute sehen Sie die erste unserer neuen Shows, Rock the Concert. Danach machen wir ein Filmquiz mit den Kollegen von Aida Bella. Und last but not least lernen Sie etwas über Flaggen. Viel Spaß! In nächster Zeit werde ich Ihnen viele neue Shows vorstellen, die wir für Sie entwickelt haben. Wir fangen mal an mit Rock the Concert, ein richtiges Live-Rock-Konzerterlebnis. Gucken Sie mal. Das Neue und Einzigartige an Rock the Concert ist, dass diese Show nicht nur die Darsteller der AIDA Stars und das Showensemble auf der Bühne hat, sondern zum allerersten Mal gibt es auch das TV-Team hier an Bord mit auf der Bühne in der Show. Das ist neu, das gab's noch nie. Ja, eine neue Show kreieren, ganz gleich welches Genre ist natürlich, welche Musik packen wir da rein. Und gerade bei einer Rockshow gibt es so viele Möglichkeiten, also von Metallica über Rolling Stones bis hin zu AC/DC findet man heute Abend auf dieser Bühne alles, was die Rockgeschichte hergibt. Wenn wir eine neue Show für AIDA kreieren, dann dauert das so im Schnitt 2 Jahre Vorbereitung, bis wir dann hier, wie jetzt auf AIDA Diva, auf einem Schiff sind und das Ganze endlich zusammen auf der Bühne sehen. Dann reist ein großes Produktionsteam an mit Soundoperatoren, Lichtdesignern, Choreografen, Kostümbildnern und allem, was zu einer großen Theaterproduktion dazugehört. Ich persönlich komme dann immer noch mal am Ende dazu, kurz vor der Premiere, um zu schauen, ob das jetzt alles so aussieht, wie wir uns das irgendwann mal vorgestellt haben. Ja, und dann geht's auch schon los. Tag und Nacht wird gearbeitet, geprobt, die Cast steht auf der Bühne und dann ist der Moment der Premiere. Let's rock! Meine Kollegen auf AIDA Bella waren so richtig kreativ und haben sich einen Filmquiz für die Gäste ausgedacht. Und jetzt bin ich gespannt, ob Sie es gewusst hätten. Gucken Sie mal. Wir beide gucken uns jetzt einen Film an und sobald Sie es wissen, schreien Sie rein, sonst gebe ich Ihnen einen Tipp. Los geht's. Möchten Sie eine Praline, Ma'am? Ich könnte ja pfundweise davon essen. Mama sagt, das Leben ist wie eine Pralinenschachtel. Man weiß nie, was man kriegt. Forrest Gump. Forrest Gump! Wir wussten es. Der Film ist etwas älter, aber ich kenne den. So. Der will nach Hause telefonieren, so heißt er. Ja, E.T. will. E.T., der Außerirdische. Juhu. Okay, Claudia, Film ab. Was passiert da? Die Leute flippen aus. Kannst du dir vorstellen, was es sein könnte? König der Löwen? König der Löwen, Mensch! Woher weißt du das? Mann, Mann, Mann. Das ist ja das Originalkostüm gewesen. Okay, wir haben das eventuell nachgestellt. Vielleicht war es auch der echte Film. Los geht's! Die Person war nicht so glücklich, weil sie ist als Kind in den Brunnen geschubst worden und nicht mehr rausgeholt. Und das war nicht bei Frau Holle. Ja. Nee, tragen Sie am Finger manchmal... Ein Ring? Ah, The Ring! Mann, Mensch, woher wussten Sie das? Hubert, Sie sind ja ein Filmprofi. Das müsste Ihnen bekannt vorkommen. Film ab! Was könnte das sein? Dirty Dancing? Dirty Dancing! Sabine hat's gesagt! Die Seefahrt hat ja ihre eigene Sprache, ihre eigenen Regeln und ihre eigenen Rituale. Dazu gehört auch das Flaggen-ABC. Und da haben wir für Sie mal was vorbereitet. Und bei Ihrer nächsten Reise wissen Sie mehr als vorher. Gucken Sie mal. Ich möchte Ihnen heute so ein bisschen was über
die Flaggenführung bei uns im Mast erzählen. Für die internationalen Flaggen auf Handelsschiffen gibt es ein Stell aus 26 Buchstabenflaggen, für jeden Buchstaben des Alphabets ohne Umlaute eine, sowie 10 Ziffernflaggen von 0 bis 9, 4 sogenannten Hilfsstandern und einem Antwort- bzw. Code-Standard, um anzuzeigen, dass wir Signale aus einem Signalbuch verwenden. Die Hilfsstandard dienen dabei dazu, doppelte oder wiederholte Flaggen einfach ersetzen zu können. Bei der Ansteuerung an den Hafen fangen wir an, unsere Flaggen zu setzen. Wir setzen natürlich die Gastlandsflagge als Zeichen, dass sich das Schiff dem Recht und auch den Zollbestimmungen des angelaufenen Hafenstaats unterwerfen wird, sowie natürlich unsere eigene, sprich die italienische Flagge. Solange das Schiff sich auf See befindet, zentral bei uns an der Flaggleine mittig hinterm Mast. Und sobald das Schiff dann im Hafen angekommen ist, wird diese italienische Nationalflagge oder die Nationalflagge des Schiffes an den achteren Flaggenstock transferiert, also nach hinten gehängt. Zusätzlich haben wir vorne am Flaggenmast die sogenannte Gösch. In unserem Fall für eine Rostocker Reederei, wie sich das gehört, den Rostocker Greif. Weiterhin gibt es einige Flaggen, die wir beim Einlaufen zusätzlich setzen. Zum einen die gelbe Flagge für den Buchstaben Quebec, Q, als Erklärung, dass sich an Bord alle Personen bester Gesundheit erfreuen und wir um die schnelle Einklarierung ohne gesundheitsbehördliche Auflagen bitten. Sobald wir einen Lotsen an Bord nehmen, kommt die Flagge Hotel H des internationalen Alphabets dazu, um anzuzeigen, dass wir einen ortskundigen Nautiker, einen Lotsen an Bord haben. Im Hafen geht der Lotse vom Bord, die Flagge Hotel geht nieder, die Flagge Quebec geht nieder, sobald wir einklariert sind. Und stattdessen setzen wir die Flagge Papa, den sogenannten blauen Peter des internationalen Signals. Damit zeigen wir an, dass das Schiff innerhalb der nächsten 24 Stunden auslaufen will, die Besatzung an Bord zurückkehren soll. Das Ganze kommt natürlich aus den Zeiten, als Handelsschiffe noch mehrere Tage, Wochen im Hafen verbracht haben, um zu laden und zu löschen. Heutzutage gelebte Tradition hier an Bord von AIDA Diva. Und so steht jeder Buchstabe des Alphabets für ein längeres Signal oder eine längere Aussage. Sollten Sie jedoch irgendwann mal mit uns aus St. Petersburg auslaufen, werden Sie in Kronstadt an der Signalstation öfter mal zwei Flaggen übereinander sehen. Die Flagge Uniform, U, über der Flagge Whisky, W. Das Signal steht für, wir wünschen Ihnen eine gute Reise. Am Wechseltag setzen wir unseren sogenannten kleinen Flaggenschmuck, eine durchgehende Leine mit Flaggensignalen aller Buchstaben und Zahlen, die hier an Bord zu sinnvollen Worten kombiniert sind. Derjenige von Ihnen, der als erstes mit der richtigen Lösung aufwartet, darf sich über eine kleine Überraschung freuen. Und jetzt können Sie sicher sein, jetzt habe sogar ich was dazugelernt und ich freue mich schon auf meine nächste Reise. Da werde ich das mal überprüfen, ob das alles auch genau so ist. Und wenn Sie auch dazu Lust haben, dann gehen Sie auf www.aida.de oder in Ihr nächstes Reisebüro und freuen sich jetzt an der Verlockung der Woche. Wir starten unsere Reise in Kiel und fahren als erstes nach Tallinn. Es geht weiter nach St. Petersburg in Russland und nach Danzig in Polen. Wir besuchen noch Kopenhagen und reisen zurück zum Ausgangspunkt unserer Reise nach Kiel. Und zum Schluss wie immer die Bilder der Woche mit wunderbarer Musik. Und wenn es Ihnen gefallen hat, dann teilen Sie es. Ansonsten einen schönen Sonntag. Das habe ich mir schon in der Tanzschule gewünscht.
Danke.